Hallo, Survivalisten, Outdoor-Fans und Bushkraftler. Heute gibt es ein neues Video zum Thema Feuerbohren. Und zwar habe ich mir einen neuen Pumpenbohrer gebaut. Die Idee habe ich vom Thomas Rall. Schöne Grüße. Der hat wirklich gute Ideen, ist leider nicht auf YouTube. Vielleicht macht das ja irgendwann mal noch, das wäre echt geil. Der macht echt coole Sachen. So, hier sind die Sachen. Das ist jetzt die Nummer 4, der wird heute getestet. Ich will euch noch mal ganz kurz die vorstellen. Also die gibt es alle drei schon mal getestet. Auf YouTube habe ich Videos gemacht. Das war mein allererster. Na, den habe ich hier richtig schön. Eine Baumarktstange, Dübelstange aus Buche und hier mit Heißpistole, Heißklebepistole habe ich hier so einen Schleifstein angeklebt. Also der ist ordentlich schwer und der macht auch ordentlich Power. Dann kann man das hier schön zusammendrehen und runterdrücken. Ja, also das geht richtig gut hier. So, dann ist hier der nächste. Das ist ein richtiger Bohrer. Also da habe ich eine Steinspitze eingeklebt. Wie gesagt, da gibt es Videos dazu. Das habe ich in mühevoller Kleinarbeit gemacht. Mit dieser Bohrstange habe ich zum Beispiel diesen Stein durchgebohrt. Das war auch nur eine Schwungscheibe. Und damit habe ich dieses Ding durchgebohrt. Das hat alles ein Stück gedauert. Mit diesem Steinbohrer habe ich zum Beispiel die Löcher hier gebohrt und auch die hier. Also damit kann man Löcher bohren ins Holz. So, ist mittlerweile schon stumpf. Ordentlich eingeklebt. Das ist hier. Ja, da muss man nichts einkleben, das muss man nur fest verschnüren. Das ist auch eine Variante mit einer schönen großen Schwungscheibe. Der funktioniert richtig gut. Ups, ich habe kein Stativ. Ja, also, das geht auch sehr gut. So. Dazu gibt es auch ein Video, wie ich den komplett gebaut habe. Bei den ersten habe ich, glaube ich, nicht viel erzählt dazu. Das waren so die anfänglichen Videos. Das ist jetzt hier die ganz neue Variante. Und zwar hat der eben nur noch diesen Holzpflock. Sowas kann man auch abends mal bauen. Das habe ich mir zum Beispiel jetzt zu Hause gebaut. Die habe ich in mühevoller Kleinarbeit gebaut. Also den habe ich wirklich selber gebaut, ja, ohne alles. Und hier, da braucht man nur ein, zwei Löcher bohren. Und dann geht's los. Und eine gerade Haselnussstange. Und ich denke, das funktioniert auch sehr gut hier. Also das werden wir jetzt mal testen. Ich werde jetzt mal die Sache anbohren. Und dann hole ich mir mal noch ein paar Materialien zum Anzündeln. So. Also hier habe ich eine gerade Haselnussstange genommen. Das ist einfach Linde und das ist Rotbuche. Jetzt bohre ich hier Haselnuss auf Linde. Nicht ganz. Da muss man auch mal aufpassen, dass es gerade ist, sonst wird es hier nichts. Also der hat ordentlich Power. Ja. Der ist gut.
ersten Dings. So, jetzt raucht sie ordentlich. Ja. Mach die Kerbe rein. Hier haben wir eine wunderbare Pflanze. Ja, das ist das Zeug, was immer in der Hose klebt im Sommer. Und zwar ist das das Klettenlabkraut. Und das ist eine wunderbare Pflanze, weil im Sommer ist die essbar. Im Frühjahr, also immer wenn man die findet, ist die essbar. Dann klettert die hier so schön hoch überall, weil die ja so schön klebt. Und jetzt im Herbst und im Winter kann ich die ernten. Dadurch, die hier so luftig im Gebüsch hängt, ist die furztrocken. Und die klebt immer noch. Ich kann das hier so zusammendrücken und dann bleibt das so. Und damit kann ich mir ein wunderbares Zundernest bauen, zumal diese kleinen Sachen, die hier noch drin sind, absolut brennbar sind. Okay, ich habe kein Stativ, deswegen mache ich das jetzt mal. Und dann meistens sind das sowieso Waldränder. Ne, hier an der Wiese. Also hier kommt immer Luft und vielleicht sogar Sonne ran, je nachdem hier. Und dann könnt ihr das einfach hier so abziehen. Zack. Und dann zusammenkleben. Wunderbar. So, ich habe das jetzt hier einfach so ein bisschen zusammengemacht hier. Das kann man sogar richtig verschnüren. Das wickelt man einfach rum, das hält. Das klebt von ganz alleine, da muss man nichts machen. Ja, das ist praktisch wie so ein kleines Bettchen jetzt. Und hier habe ich mir so eine Mulde reingemacht. Da kommen jetzt noch, probiere mal noch ein paar andere Sachen heute aus. Zum Beispiel hier trockene Brennnessel. Ja, die wird hier fein vermahlen und hier reingeschmissen. Ja, also alles, was er jetzt hier draußen findet, ist guter Brennstoff. Zum Beispiel gibt es jede Menge trockene Pflanzen, ne? Ob das Disteln, Brennnesseln, Achtung, das ist trockenes Material, brennt alles sehr gut, auch im Winter. So, zurück zur Brennnessel, abziehen und hier reinbröseln. So, ich hoffe, ihr könnt alles gut sehen. Also ich habe jetzt hier eine ordentliche Kerbe reingebastelt. Jetzt müssen wir mal gucken, dass das hier ordentlich liegt. Doch festhalten hier. Scheiße. Das ist Mist. So, jetzt an.
Das war ganz gut. Das war gar nicht schlecht. So, noch an der Technik. So, was absolut wichtig ist, wenn ihr solchen Abrieb, wenn das mal nicht geklappt hat mit dem Bohren, den Abrieb, ne, das ist ja feinstes Tundermaterial, das kommt mit hier rein. Also das wird nicht weggeschmissen. Ne? So. Auf ein zweites. Das brauche ich gar nicht. Ich muss das jetzt wirklich hier festhalten. So, gucken, ob das gerade ist. Nicht gerade. Jede Menge Abrieb. Da ist bestimmt schon was dabei. Blut ist da. Mal kurz zeigen. So, da müssen wir jetzt sehr behutsam damit umgehen. Ich muss jetzt irgendwie in das Zundernest rein hier. Vielleicht doch angebracht, wenn man da ein Messer dabei hat. Und schwuppdiwupp. So, jetzt kann ich das hier ein bisschen zusammendrücken. Also das geht richtig ab hier. So. Ne? Brennt. Ich mach das jetzt wieder aus. Das kann man nochmal benutzen. Okay, so. Funktioniert top. So Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, viel Spaß beim Nachbauen, vielleicht macht es der eine oder andere. Ich freue mich. Cool, gelungen. Also macht's gut, euer Rocco. Tschüss.